Hi, mein Name ist Nico Lattermann, 40 Jahre alt, bin hier in Hameln ansässig und habe heute die Ehre, einmal im Kunstkreis zu zeigen, was so aus einer Sprühdose alles herauskommen kann. Ich bin, seitdem ich 15 bin, mit dem Graffiti-Virus infiziert sozusagen, bin da begeistert, habe auch ganz klassisch die pubertäre Frühentwicklung durchgemacht, hatte auch ein bisschen Ärger mit der Polizei. Hab dann irgendwann gesagt, so, nee, ich will nicht mehr wegrennen, ich mache das lieber tagsüber und habe mich dann für die legale Arbeit entschlossen und biete jetzt seit ein paar Jahren auch Auftragsarbeiten an für Privatleute und Firmenkunden. Genau. Hier im Kunstkreis bin ich heute tatsächlich, weil ich einmal live zeigen wollte, wie ich mit einer Pappe sozusagen eine gewisse Technik umsetze. Ich werde heute auf diese Leinwand hier im Hintergrund noch eine kleine Ratte drauf sprühen. Und das Ganze ist so ein bisschen angelehnt an die Vernissage der Eröffnung Pied Piper is Calling, Graffiti und mehr, die zurzeit aktuell im Kunstkreis stattfindet, von 7 Künstlern insgesamt aus ganz Deutschland, die alle ihren Background im Graffiti haben, aber eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Arbeiten abbilden, darstellen und zeigen, was aus einer Sprühdose alles herauskommen kann. Was passiert mit dem Bild dann, wenn es fertig ist? Das Bild verbleibt hier im Kunstkreis und es kann dann ersteigert werden gegen Gebot. Bis zum 3.3. besteht die Möglichkeit, das Bild hier gegen ein Gebot sozusagen oder dafür zu bieten. Und am Ende der Ausstellung, am 3.3., wird dann das Bild meist steigern oder meist bieten verkauft. Genau. Und geht zum Erlös des Kunstkreises, weil für mich ist das hier auch eine recht gute und tolle Chance, sage ich mal, meine Arbeit mal zeigen zu können. Und genau da kam die Idee auf, dass ich auch ein bisschen was zurückgeben möchte, sodass dann auch das für den Kunstkreis dann gestiftet wird. Genau. Ja, guten Tag, mein Name ist Schwetz, ich bin der Kunstkreisvorsitzende. Wir sind hier in unserem schönen Kunstkreis am Rathausplatz in Hameln. Also A ist das eine sehr löbliche Geste, dass Nico Lattermann dieses Bild dem Kunstkreis zur Verfügung stellt und das dann eben hier versteigert wird. Die Versteigerungszeit läuft bis zum 3., also bis zum 3.3., genau, und also so lange hat man die Möglichkeit eben da zu bieten und der Erlös kommt eben dem Kunstkreis zugute. Solche Ausstellungen wie diese haben eben auch sehr viele junge Leute gelockt. Bis jetzt, wir haben eine Besucherzahl, die jenseits der 900 liegt. Das ist sehr viel für Hameln, sehr viel auch für den Kunstkreis. Also ich denke, das Programm oder diese Ausstellung hat uns oder den Künstlern recht gegeben, das hier zu veranstalten, weil tatsächlich das Interesse sehr, sehr groß ist.